Ja, wir freuen uns ganz besonders, hier bei uns in der Stadthalle in Klagenfurt den Teamchef Roger Barra begrüßen zu dürfen. Seit 2014 im Amt, seit 2016 auch in dieser Doppelfunktion als Sportdirektor und natürlich auch als Nationalteamtrainer. Gibt es schon vielleicht eine persönliche Bilanz, was sich in diesen Jahren, in diesen 6 Jahren verändert hat im österreichischen Eishockey? Es kommt mir jetzt sehr lange vor, diese Zahl. Ich habe das Gefühl, ich sei erst seit gestern hier. Das heißt, dass es sehr kurzweilig auch war. Wir haben viel bewegt. Wir haben insbesondere die Nationalteamprogramme enorm ausgebaut. Das ist uns gelungen. Auch in der Trainerausbildung sind wir neue Schritte gegangen mit Einbezug der finnischen Hagahelia-Schule. Das ist das Beste, was es gibt in Europa. Da haben wir vieles bewegt in dieser Richtung, aber es braucht noch viele Schritte, bis wir dort sind, wo wir hinwollen. Wir müssen drüber reden, über Bratislava logischerweise. War natürlich eine große Enttäuschung für Eishockey Österreich, für die Spieler, auch natürlich für den Nationaltrainer. Wie tief sitzt dieser Stachel noch? Jetzt aktuell? Na gut, das war natürlich eine Enttäuschung. Ich als Head Coach, als Verantwortlicher bin am allermeisten enttäuscht von allen. Auf der anderen Seite, nach ein paar Tagen Enttäuschung, muss man dann wieder zurückkehren zwischen hochjauchzend, dass ich nie bin, zu Tode zu betrübt, das war ich nur ganz kurz, muss eine professionelle Mitte sein vom Sportdirektor und vom Teamchef für die Analyse. Zuerst einmal muss man wissen, es war schon unglücklich, wenn wir an einem Penaltyschießen verliert und der eine Penalty noch an die Latte geht, wenn der Lattenschuss drin ist, dann sind wir in der A-Gruppe, ohne 1% besser Eishockey gespielt zu haben. Und wir waren die Mannschaft mit doppelt so vielen Schüssen gegen Italien, das darf man nicht vergessen. Aber in einem einzelnen Spiel kann immer alles passieren und die Italiener haben sich da reingekämpft und haben halt dann das Glück erzwungen. Auf der anderen Seite darf man nicht wegen einem verschossenen Penalty alles schlecht reden, was man sonst vielleicht gut reden würde, sondern man muss das sachlich analysieren. Und das haben wir gemacht, der Stachel saß, aber natürlich, ich habe schon längst begonnen nach vorne zu schauen, das muss man auch tun und dann die richtigen Schritte tun. Aber ich gehe trotzdem noch italienisch essen. Ich wollte gerade sagen, italienische Küche gibt es nach wie vor für den Teamchef. Na, sensationell. Wie zufrieden sind Sie natürlich auch mit der Arbeit, die hier in Klagenfurt aktuell gemacht wird? Natürlich auch im Hinblick auf das Nationalteam, weil doch relativ viele Spieler dann auch vom KC kommen. Ja, es freut mich natürlich zu sehen, dass im KC, auf die Kampfmannschaft bezogen, des Öfteren das Spiel beginnt mit 6 Österreicher, also ein Torhüter plus 5 Spieler auf dem Feld, auf der Starting-Line-Up. Das ist an manchen Orten nicht so. KC hat viele Österreicher, die spielen weniger Ausländer und das freut den Teamchef natürlich. Dann ist Klagenfurt auch natürlich in den letzten Jahren bekannt für die sehr gute Nachwuchsausbildung, die sie tun. Eine der vorbildlichsten in ganz Österreich. Das ist schon ein guter Standort auch für den Teamchef. Also der 2 Spiele heuer schon gegeben, eines gewonnen, eines verloren. Das Einzige, was beide eint, ist ein bisschen die Torschützen, die sind immer aus Klagenfurt gekommen, das freut uns natürlich. Gut, das fällt Ihnen auf, mir fällt das nicht auf, weil ich ja nicht nach Clubzugehörigkeit eine Einberufung mache. Aber wenn natürlich viele Klagenfurter Spieler dabei sind, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass das natürlich historisch ist. Ja. Sie haben von Anfang an auch immer das kritisiert, auch im österreichischen Eishockey, dass zu wenig österreichische Torhüter spielen. Also in der Starting Six, also als Einsatztorhüter. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt mit David Kickert und bei uns natürlich auch mit David Matlena. Wie sehen Sie die Entwicklung von beiden? Und ist es jetzt vielleicht nur eine Momentaufnahme, dass die beiden jetzt auch spielen? Gut, die letzte Frage kann ich nicht beantworten, ob es eine Momentaufnahme ist. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass sie regelmäßig und oft spielen und zukünftig noch mehr österreichische Torhüter spielen können. Dass ich das kritisiere, das darf man mir nicht übel nehmen. Was soll ich denn als Teamchef tun? Sagen, ja, ich finde es toll, wenn sie nicht spielen. Das wäre ja nicht glaubwürdig. Also ich muss ja kritisieren, wenn die Spieler nicht zum Einsatz kommen. Und das war letztes Jahr in der Tat wirklich schon ein Problem, dass wir an die Weltmeisterschaft halt gegangen sind mit 3 Torhütern, die einfach keine Praxis haben. Oder? Und jetzt die Entwicklung von David Madlener gefällt mir, hat im November auch sehr gut gespielt. David Kickert auch die ganze Saison. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie oft er jetzt in den Playoffs spielt, nachdem jetzt ein nordamerikanischer Torhüter noch dazugekommen ist. Aber in Summe ist es besser als letztes Jahr, aber noch nicht gut genug. Es müssen schon 4 oder 5 Torhüter fürs Nationalteam ständig irgendwo spielen, wo auch immer, um wirklich da auf der sicheren Seite zu stehen. Jetzt haben wir beide, also David Kickert und David Madlener fürs Nationalteam, also zumindest für diesen Österreich-Cup jetzt abgesagt. Schmerzt das zum einen oder ist es verständlich als Teamchef, wo Sie sagen, natürlich, der Club zählt natürlich auch mehr? Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen eine andere Einstellung. Also wenn man die letzten Jahre angeschaut hat, dann würde man wahrscheinlich das, und das analysieren würde, dann würden wahrscheinlich viel mehr Spieler
behaupten können, dass sie nach dem Nationalteam im Februar in einer sehr guten Form zum Club zurückgekehrt sind, als sehr müde zurückgekehrt sind. Vielleicht gab es einzelne solche Fälle auch, aber in Summe waren es mehr, die einen sehr guten Schwung und ein gutes Tempo und eine gute Laune auch mitgenommen haben im Club zurück. Natürlich, muss die Fälle unterscheiden, es ist in jedem Fall gleich. Ich weiß, dass der David Kick keine Behandlung braucht, auf die ich natürlich nicht näher eingehen werde. Der David Madlener hat jetzt mehr gespielt als in den letzten Jahren und fühlt sich ein bisschen müde. Ja, das kann ich ihm nicht ausreden. Ich habe es zu akzeptieren. Das gibt jetzt eine Möglichkeit für andere Torhüter, also Bernhard Starkbaum. Das ist der Torhüter, der doch immer am erfolgreichsten war in den letzten Jahren, ist jetzt dabei im Österreich Cup. Und dazu haben wir zwei junge Talente dazu genommen, vor allem auch dieser U20-Torhüter von der Mannschaft, die aufgestiegen ist, der Alexander Schmidt. Und der Vorarlberger war schon im November dabei, hat das damals gut gemacht. Also sie können Nationalteamluft schnuppern und zeigen, dass sie für die Zukunft vielleicht ein Thema sein könnten. Kommen wir weiter natürlich auch zu diesem großen Ziel. Und das ist natürlich auch mit Laibach. Wer sind die Favoriten? Slowenien, Frankreich hat man natürlich auf dem Zettel. Wie realistisch ist die Chance für das Team Österreich, wirklich wieder zurückzukommen? Ja, die Chance ist schon da, aber wir brauchen ein gutes Turnier. Also wir müssen fünfmal gut spielen. Ohne gut spielen oder ohne gut kämpfen hätten wir keinen Erfolg. Aber ich bin überzeugt, dass wir eine Mannschaft aufstellen können und sie auch so weit bringen können in der Vorbereitung, dass sie sehr gut kämpfen wird, sehr gut auftreten wird. Und dann gehören wir sicher zu den Mitfavoriten für den Aufstieg. Und das streben wir auch an. Ich darf aber nicht vergessen, dass Frankreich natürlich eine gute Mannschaft hat. Ich meine, die sind jetzt seit 15 Jahren das erste Mal abgestiegen. Die wollen natürlich auch versuchen, wieder hochzukommen. Und ich glaube, Slowenien kennt man in Österreich. Man weiß, wo die Spieler überall in ganz Europa in guten Ligen verteilt sind. Dass es auch eine gute Mannschaft ist, es bleibt zu sehen, ob das jetzt ein Heimvor- oder Heimnachteil ist, den sie haben. Es kann beides nämlich geben. Von daher muss man aber wirklich jedes Spiel einzeln anschauen. Das ist jetzt keine Floskel, sondern von Spiel zu Spiel schauen. Und unser Ziel muss sein, fünfmal besser zu kämpfen als der Gegner, disziplinierter zu spielen, unsere Eishockey versuchen umzusetzen und durchzusetzen. Dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance. Man merkt schon, das Feuer brennt beim Teamchef. Das muss, ja. Das muss und das tut es, ja. Schauen wir vielleicht einen Blick in die NHL. 2006 hat es, glaube ich, den letzten Pick gegeben, wo der letzte Österreicher dann diesen Sprung geschafft hat. Jetzt haben überhaupt sogar vier Spieler die Chance. Wie sehr beobachten Sie das Ganze? Ist es eine Entwicklung oder auch nur eine Momentaufnahme? Oder sieht man schon diese gute Arbeit, die hier kontinuierlich gemacht wird? Ja, natürlich verfolge ich das regelmäßig, überhaupt das ganze internationale Eishockey. Das gehört zu meinem Job. Ich werde auch nach dem Österreich-Cup in die USA fliegen und werde zum Beispiel den Timo Nickel und den Marco Rossi besuchen gehen. Und es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn wir einige NHL-Drafts jetzt bekommen und nicht nur das, sondern dann auch Spieler, die wirklich in der NHL spielen. Das wäre für Eishockey Österreich natürlich sehr, sehr positiv. Ja, haben Sie da zu beiden Kontakt eigentlich oder schon öfter gehabt? Eben zum Marco Rossi oder zum Timo Nickel? Ja, mit Timo Nickel habe ich regelmäßig Kontakt, Marco Rossi auch, ein bisschen weniger letzte Zeit, aber jetzt auch wieder aufgenommen, ich werde ihn besuchen. Letztes Jahr war er einfach nicht zur Verfügung gestanden, weil einfach seine Saison zu lange gedauert hat. Aber natürlich, ich kenne alle Spieler sehr gut, auch von den U-Nationalmannschaften und ich werde auch Michael Grabner und Michael Raffel treffen übernächste Woche. Also das ist einfach das, was ein Teamchef tut, dass er hier und da die Spieler im Ausland besucht. Das ist ganz normal und das gehört zum Job. Jetzt am kommenden Freitag und Samstag wird hier das Nationalteam spielen. Können wir vielleicht ein bisschen Werbung machen, weil vielleicht in der letzten Zeit, im letzten Jahr, das Interesse nicht so groß war vom Publikum. Vielleicht die Leute motivieren, warum sie hierher kommen sollen und das Nationalteam unterstützen sollen. Ich hoffe, dass die Leute, die letztes Jahr hier waren, das weitererzählen. Weil die Leute, die letztes Jahr hier waren, haben ein gutes Österreich gesehen mit eigentlich drei guten Spielen, zwei Siegen und wirklich einen sehr guten Auftritt. Und ich hoffe, dass Sie das weitererzählen, weil die, die nicht gekommen sind, hatten Unrecht. Und ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr auch so einen Auftritt haben können. Nebenbei muss man auch sagen, es sind drei gute Nationen. Ich weiß, dass Norwegen fast mit dem WM-Team anreist. Und Frankreich hat, glaube ich, 16 oder 17 Spieler dabei an diesem Turnier in Klagenfurt, die letztes Jahr in Bratislava an der WM waren. Also sie kommen auch praktisch mit der stärksten Mannschaft. Und die eben Skandinavier, Dänemark und Norwegen, die haben wirklich viele Spieler, die in der schwedischen SHL spielen und wirklich gute Spieler sind. Also da kommen Mannschaften mit gutem Niveau und dann kann man erwarten, dass hier wirklich gutes Eishockey geboten wird. Dann freuen wir uns und hoffentlich natürlich für das Team Österreich, dass es erfolgreich ist. Vielen Dank. Hoffentlich auch, ja. Dankeschön. Danke auch.